Ja, servus und hallo, schön, dass du wieder dabei bist hier auf meinem YouTube-Kanal von 3V Immobilien. Und du weißt es, ich bin der Immobilienmakler mit Herz. Ja, heute was ganz Besonderes, beziehungsweise der eine oder andere hat es natürlich schon verfolgt. Das Entlastungspaket unserer lieben Bundesregierung ist sozusagen ja beschlossen worden. Entlastungspaket 3 ist es jetzt schon. Ja, also wir sind jetzt schon zum dritten Mal entlastet worden sozusagen. Und ja, die Summe ist auch phänomenal. 65 Milliarden Euro, das ist wirklich viel Geld. Tja, ich denke, du hättest es ganz gerne, ich hätte es vielleicht auch ganz gerne. Wobei die Frage ist natürlich, hey, was machst du mit so viel Geld? Die Bundesregierung hat sich entschieden, okay, wir entlasten jetzt mal das Volk mit 65 Milliarden Euro. Tja, wie viel sind wir denn eigentlich? Wir sind 89 Millionen. Ja, lass es vielleicht 80 Millionen sein, ist egal. Also lass uns mal eine Zahl mal einfach mal so durch den Äther brüllen. Also 65 Milliarden Euro geteilt durch 89 Millionen Menschen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht. Kannst du gerne nachrechnen. Sind ungefähr 730, selbst wenn wir 80 Millionen Menschen sind, sind es vielleicht 780 Euro pro Person. Ja, also ist natürlich eine ganze Menge, ohne Frage. 700 Euro mehr haben oder nicht. Ja, aber tja, die Idee, die dahinter steckt, ist, tja, ich will es mal so sagen, schöne Idee, aber leider falsch angesetzt. Wir haben leider, und das ist meine ganz persönliche Meinung, schreib gerne mal deinen Kommentar darunter, wie du das siehst. Wir Menschen, wir gehen immer mit dem Gießkannenprinzip so nach dem Motto von oben nach unten, ja, oder von außen nach innen. Ja, aber wir behandeln nicht das, was da drin ist, die Probleme. Ja. Die Probleme, die sind ja, klar, die sind natürlich hausgemacht. Ja. Wenn ich erstmal sage, ja, wir unterstützen das und das Land und dafür grenzen wir das andere Land aus, was uns ja ein bisschen Gas liefert. Also auch nicht die Höhe, die Mehrzahl des Gases, sondern nur so ein bisschen, nur ein kleiner Teil. Und regen uns ständig und stetig auf über irgendwelche Dinge, die nicht funktionieren. Ja, dann überleg doch mal, woran es liegt, dass es nicht funktioniert. Und zwar bekämpfe doch mal die Ursache oder geh mal die Ursache an. Finde Lösungen, nicht einfach irgendwie Unterstützung, 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 ist langweilig. Ja? Und es gibt genug Lösungen, genug Möglichkeiten. Ob die optimal sind oder nicht, ist echt eine andere Sache, ist völlig egal. Im Grunde genommen weißt du es ja gar nicht. Es weiß niemand von uns. Ja? Wenn ich eine Immobilie kaufe vom Immobilienmakler, dann vertraue ich dem erstmal. Und hinterher werde ich wissen, ob der mich verarscht hat oder nicht. Also auf Deutsch gesagt. Ja? Hinterher werde ich es wissen. Ja? Oder wenn ich eine Wohnung miete. Ja? Ich versuche das Bestmögliche für mich zu finden, das, was mir Freude macht, wo der Preis richtig ist. Aber ich weiß nicht, wie die Nachbarn sind. Vielleicht sind die in dem Moment nett. Und 14 Tagen später, dann hast du ein Problem. Ja, aber auch da, klar, du kannst natürlich den, ich sag's mal so salopp, den Nachbarn ärgern, kannst ihn anzeigen, kannst alles mit dem machen, aber vielleicht liegt es ja an dir, weil du so laut bist. Hörst du laut Musik? Ja klar, dass er sich darüber beschwert, ist ja logisch. Wenn du nachts um 3 irgendwie Heavy Metal Musik und ein bisschen Hangbang machst, ja, ist klar, funktioniert nicht. Also auch da ist es wie immer die Frage, ja, gehst du sozusagen an die Ursache ran, ja, oder was tust du? Und bei dem Entlastungspaket habe ich eher das Gefühl, man hat hier versucht, sozusagen so viel wie möglich uns Menschen, tja, wie soll ich sagen, tja, Entlastung zu geben. Also 750 Euro pro Person, wenn die bei jeder Person ankommen. Also ich zum Beispiel bekomme gar nichts. Also falle ich schon mal weg. Ist vielleicht für dich gut, weil du bekommst ein paar Euro mehr. Und da sind einige dabei, die nichts bekommen. Ja, ob die Einkommensgrenze bei Minijobs von 1.300 auf 2.000 Euro angehoben wird oder nicht, ist ja nur eine indirekte Geschichte. Ja, ich meine, was hilft dir? Ja klar, du zahlst weniger Steuern. Aber direktement in Portemonnaie kommt es ja nicht an. Also du musst ja erstmal den Minijob haben und den haben ja nicht 89 Millionen Menschen, sondern halt auch nur ein paar. Ja, wie viele es genau sind, weiß ich jetzt genau nicht, aber vielleicht weißt du es, schreib es gerne in die Kommentare. Aber das ist halt auch so eine Geschichte. Kindergelderhöhung für das erste und zweite Kind steigt um 18 Euro. Ey Leute, 18 Euro. Soll ich dir mal was sagen? 18 Euro ist ein Schiss. Aber gut, das ist auch nur meine persönliche Meinung, weil 18 Euro ist sensationell. Was machst du, wenn du keine Kinder hast? Oder andersrum gefragt,
Weißt du, wie viel der Eintritt im Zoo kostet? Genau, jetzt weißt du Bescheid. Ja, ein Personenhaushalt bekommt einmalig 415 Euro, 540 für jede weitere Person 100 Euro mehr. Tja, so kann man natürlich auch schnell mal herausfinden, wie viele Personen in welchem Haushalt leben. Ne? Also ist auch die Frage, ob man es so haben möchte oder nicht. Also es ist so ein bisschen eine verdeckte Volkszählung, ja? Also aus meiner Sicht. Ich will da jetzt nicht hetzen und will auch nicht so viel reininterpretieren und sicherlich ist alles gut gemeint, aber so ein bisschen, naja, ich weiß nicht. Ja? Strompreisdeckel, okay, Strompreisdeckel ist auch so eine Geschichte. Hey, wer hat denn die Entscheidung getroffen? Ja, wer hat die Entscheidung getroffen, sozusagen sich auf eine Seite zu stellen und damit im Grunde genommen sozusagen, ja, was auch aus meiner Sicht, es ist ja alles nur noch daher, ja, egal, ob es Strom, Öl und hat alles nur noch damit zu tun. Ja, da muss man sich auch mal die Frage stellen, ist denn das eigentlich so? Ja, und wie viel Energie bekommen wir denn überhaupt von dort? Wie groß ist der Anteil? Also, ich weiß nicht, ob man sich darauf immer so verlassen muss, was unsere schönen Medien und was alle da draußen erzählen. Ja, Strompreisdeckel hört sich erstmal auch nett an, aber wo fängt der Deckel an? Ja, wenn der Strompreis um, weiß ich nicht, sagen wir mal 35%, so wie hier bei uns im Büro, 35% gestiegen ist, ja, tja, fängt der Deckel jetzt bei 40 an oder bei 100% oder wie? Und wer kontrolliert das? Also vor allen Dingen, wie soll das umgesetzt werden? Das ist echt eine schöne Frage. Aber gut. Ja. Tja, Steuertarife sollen geändert werden. Naja, okay. Ja, Schutz für Mieter und Mieterinnen. Ja, keine Kündigung. Das hatten wir damals in der Corona-Zeit auch schon. Finde ich bedenklich, weil es geht ja, du hast immer zwei Seiten. Ja, als Immobilienmensch hast du zwei Seiten. Ich habe ja auch zwei Herzen. Ne? Einmal das Herz desjenigen, der eine Immobilie kauft und einmal das Herz desjenigen, der die Immobilie verkauft. Weil muss ja auch beide Seiten berücksichtigen. Und so ist es aber auch beim Vermieter. Ich habe natürlich auch ein Herz für die Vermieter, aber natürlich auch für die Mieter. Und jetzt mal ganz im Ernst, wenn der Mieter keine Miete zahlt, ja, selber Erfahrung macht, wenn der Mieter keine Miete zahlt, dann muss ja trotzdem der Vermieter die Nebenkosten bezahlen, und muss trotzdem sozusagen die laufenden Kosten bezahlen, und muss trotzdem die Bankkredite bezahlen und muss vielleicht Ausfallgeld bezahlen. Das heißt also hier sinkt die Rendite, wenn er überhaupt eine Rendite hat, sinkt, 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 sinkt. Und da ist echt die Frage, also ich finde es kritisch. Ja, finde es kritisch. Naja, und heute haben wir nun gerade gehört, dass eine große bekannte Firma, die Klopapier herstellt, Insolvenz angemeldet hat. Das ist nicht despektierlich, ich verstehe das bitte richtig. Aber es ist natürlich schon kritisch, wenn gerade unsere Industrie, die eben sozusagen auch hier in Deutschland sitzt, Probleme bekommt, um überhaupt sozusagen die Produkte herzustellen. Schwierig. Ja. Und da sollte man mal überlegen, ja, was kann man denn da machen? Ich will jetzt nicht für die Industrie und alles drum und dran, ist klar, jeder hat so sein Päckchen zu tragen und jeder versucht Lösungen zu finden. Aber die Rahmenbedingungen, die werden ja von unserer Regierung geschaffen. Ja, nicht nur von der jetzigen, natürlich auch von der davor, das ist klar. Ja. Aber hilft es? Also ich weiß nicht, ob das so die tollen Tricks sind. 9-Euro-Ticket, ja, vielleicht 49 Euro, was haben wir hier noch? Ja, ein mäßigter Steuersatz bei Gas ist auch so indirekt. Ja, da haben wir doch, muss man auch mal sagen, ja, da haben wir Menschen doch erstmal gar nichts von. Ja, ich muss doch trotzdem, selbst wenn ich 35% Erhöhung habe, ja, was sind denn 7% von 35? Ja. Muss trotzdem den Rest haben, egal ob ich da mehr oder weniger Steuern zahle. Ja. Und im Grunde ist es auch egal, weil die Steuern, die kommen ja dem Staat zugute, also uns. Ja. Also wir finanzieren uns damit dann im Grunde auch wieder selber. Also voll entlastet. Super. Ja, Studenten bekommen einmalig 200 Euro. Ja, wenn Studenten 200 Euro bekommen, dann würde ich sagen, das ist schön, aber ey, die lachen sich am Ast. Was willst du mit 200 Euro? Ja, 200 Euro ist viel Geld, ohne Frage, aber was willst du damit? Ja, 2 Monate Einkauf und ist weg. Und was im dritten Monat, im vierten? Naja, kritisch. Also, ihr merkt schon, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite Entlastung schön, auf der anderen Seite, naja, okay, vielleicht bekämpft man doch erstmal oder geht erstmal in die Lösungsvariante und nicht in die Variante, kommen wir verschenken mal hier und machen mal da, sondern vielleicht verstaatlicht man dann doch Energieriesen, Stromriesen, Wasser, alles, was da so mit zusammenhängt.
Weil das ist ja im Grunde genommen das, wovon wir sozusagen ja unsere Existenz bestreiten. Und dazu zählt halt Strom, Energie und Wasser. Und tja, ich würde mich jetzt will ich nicht zu weit rauslehnen, aber das nächste Thema wird bestimmt Wasser sein. Ja, also da kann ich schon mal einen lockeren Ausblick geben. Also, das ist irre. Ja. Aber man darf natürlich trotzdem sagen, und das ist jetzt wirklich mein Abschluss für heute, ja, wir haben ja trotzdem, wir leben auf einem hohen Ross. Und das sollte man eben auch mal akzeptieren, ja, wie viel Fläche wir für uns persönlich haben, ja, wo wir wohnen dürfen, ja, die auch beheizt werden muss, die auch gepflegt werden muss, wo wir natürlich auch Strom für bezahlen, wo wir aber auch Heizung für bezahlen und. Also wir können überall einkaufen, es gibt jeden Mist an jeder Ecke, jedenfalls in Großstädten ist es so, auf dem Land wird es nochmal anders sein oder ist es anders, aber auch das muss man ja mal sehen, ja, also wir haben schon wirklich hier Luxus und natürlich auch auf Kosten von anderen, weil sonst würde es nicht funktionieren. Auch das darf man ruhig mal so ehrlich und offen sagen. Und ja, das soll es gewesen sein. Abonniere gerne den Kanal. Ich freue mich, wenn du dabei bleibst. Das Entlastungspaket, das dritte Entlastungspaket in Höhe von 65 Milliarden Euro. Also für dich, wenn du Glück hast oder im Schnitt, sind es ein bisschen über 740, 50 Euro pro Person, wenn du Glück hast und du dabei bist. Wenn nicht, tja, dann bist du nicht entlastet, sondern weiter belastet und musst halt schauen, wohin die Reise geht. Meine Empfehlung dazu, jedenfalls bin ich den Weg gegangen. Klar, Immobilienvermittlung ohne Frage macht mir immer noch Spaß und auch viel Freude, auch in der jetzigen Zeit, weil wir natürlich viel mit persönlichen Gegebenheiten zu tun haben und Dingen, die eben traurig sind, ja, gerade wenn ein Mensch lange Zeit auf seine Immobilie gespart hat. Aber auch wir müssen flexibel sein und haben uns gesagt, okay, was ist das Wichtigste für uns? Was ist das Wichtigste für mich? Und das Wichtigste ist eben die Gesundheit. Und wenn du mich verfolgt hast und wenn du mich abonniert hast und den Kanal hier schon mal sozusagen gesehen hast, dann wirst du sehen, dass ich etwas schmaler geworden bin, ja, ohne Sport, nur durch bestimmte Tipps und Tricks. Und wenn du mehr dazu wissen willst, dann kommentiere gerne, schreib mir eine persönliche Nachricht. Ich antworte dir natürlich selber, nicht über einen Bot oder Roboter oder weiß der Fuchs, wer da alles noch so antworten kann, sondern ich stehe auf Persönlichkeit und dass wir uns miteinander unterhalten. Ich freue mich drauf, verbleibe. Danke, dass du den Kanal abonniert hast und wir sehen und hören uns. Ciao.